Nach den Angriffen auf das ukrainische AKW in Saporischschja war die Lage dort enorm angespannt. Die internationale Atomenergiebehörde gibt nun zumindest vorläufig etwas Entwarnung. Es gehe keine unmittelbare nukleare Bedrohung von dem Kraftwerk aus. Die Strahlungsmessungen seien weiterhin auf normalem Niveau, sagte Behördenchef Grossi. Kiew und Moskau machen sich gegenseitig für die Angriffe verantwortlich. Da fragen wir nach bei Paul Pietras in Kiew. Welche Vorwürfe erhebt die Ukraine? Ja, die Ukraine sagt nach wie vor, dass es Russland sei, dass die nukleare Sicherheit gefährde und damit das Leben von Millionen von Menschen. Neu ist dabei, dass ein Motiv genannt wird von ukrainischer Seite. So habe Russland vor, dieses Atomkraftwerk Saporischschja aus dem ukrainischen Stromnetz herauszulösen und damit die besetzte Insel, Halbinsel Krim, zu versorgen. Dafür habe man schon 3 Stromleitungen zerstört von russischer Seite. Das sei aber deshalb besonders gefährlich, weil nur noch eine Stromleitung übrig sei. Und damit sei so ein Kernkraftwerk eben nur in einem sehr riskanten Arbeitsmodus zu betreiben, sagt die ukrainische Seite. Gestern gab es ja schwere Explosionen auf einem russischen Luftwaffenstützpunkt auf der annektierten Halbinsel Krim. Was ist heute zur Ursache der Detonation bekannt? Ja, das Bild bleibt hier aus der Ferne undeutlich und ist für uns nicht zu überprüfen. Es ist aber so, dass Russland bisher sagt, nach wie vor, dass es keinen Angriff von außen gegeben habe, ohne eine klare andere Ursache zu nennen. Auch die Ukraine vermeidet es bisher, ein klares Bekenntnis zu diesem Angriff abzugeben. Präsident Zelensky hat nur davon gesprochen, dass nach wie vor das Ziel sei, die Krim zurückzuerobern und dass man ständig an Komponenten für eine Lösung arbeite. Sicherheitsexperten sagen, es ist recht unwahrscheinlich, dass es sich hier um einen Unfall gehandelt hat. Also irgendeine Art von Angriff scheint hier wahrscheinlich. Und die New York Times zitiert eine anonyme Quelle, die sagt, ja, das ukrainische Militär hat angegriffen, hat eine eigene Waffe eingesetzt. Es bleibt aber vollkommen unklar, welche Waffe das sein könnte, denn diese Reichweite wird bisher nicht abgedeckt. Danke, Paul Pietras, nach Kiew für diese Einschätzungen.